Also ich frage mich, warum dass man so eine Terrorgruppe wie Boko Haram nicht einfach in die Luft sprengen kann, wenn sie in der Moschee sind und ihr tägliches Gebet sprechen, weil sie Muslim sind. Könnte man doch einfach eine Drohne, die bewaffnet ist, mit einer Rakete, so könnte man doch einfach die Moschee, wo sie gerade am Predigen sind, in die Luft sprengen. Und schon sind auch von der Boko Haram in die Luft gesprengt. Und so war das Problem mit den Terroristen endlich gelöst. Also ich weiß nicht, warum dass der Donald Trump noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass man die Terroristen von Boko Haram nicht einfach auch in die Luft sprengt. Also ich würde das so machen. Hoffentlich werde ich der nächste Präsident, wenn der Donald Trump abgehakt wird. Er ist jetzt momentan in einem Impeachment. Und wenn die Demokraten Glück haben, bringen sie 2/3 Mehrheit her.